Ja, was will Mark Zuckerberg, der Schöpfer und der Boss von Facebook? Von möglichst vielen alles wissen, sich ganz die Zivilgesellschaft unterwerfen, daraus Kapital schlagen, märchenhafte Gewinne einstreichen. Kann sein, dass der Tycoon aus dem Silicon Valley dieses Mal überreizt hat mit einem selbstverschuldeten Datenleck, das möglicherweise massiv die letzten US-Präsidentschaftswahlen beeinflusst hat. Der Facebook-Skandal. Was passiert mit unseren Daten, liebe Zuschauer? Heute das Thema der Phoenix-Runde. Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste hier im Studio, Julia Krüger, ist Sozialwissenschaftlerin und Autorin bei netzpolitik.org. Ihre Schwerpunkte liegen in der Internet- und in der Digitalpolitik. Judith Ackermann ist bei uns, Professorin für digitale und vernetzte Medien in der sozialen Arbeit, wie ihr Forschungsgebiet heißt, an der Fachhochschule in Potsdam. Matthias Spielkamp ist Gründer und Geschäftsführer von Algorithm Watch. Die Organisation nimmt Prozesse algorithmischer Entscheidungsfindung unter die Lupe. Watch steht ja für Beobachten. Sie beobachten also sowohl Firmen als auch zum Beispiel Behörden, die mit Algorithmen ihr Geschäftsziel erreichen wollen, was auch immer das Geschäftsziel dann ist. Und Julius van der Laar ist Politikberater. Bei den US-Präsidentschaftswahlkämpfen 2008 und 2012 haben Sie im Team von Barack Obama gearbeitet. Damals spielten ja soziale Netzwerke im Wahlkampf schon eine sehr große Rolle. 2009 und 2013 waren Sie Berater im deutschen Bundestagswahlkampf. Wir haben jetzt gerade über 2 Stunden bei Phoenix Live diese Anhörung vor dem Justiz- und Handelsausschuss des US-Senats gehört. Die Vernehmung von Mark Zuckerberg, das ist in den USA ja ein durchaus übliches Instrument auch der Wahrheitsfindung und der Information. Wenn Sie sich jetzt diese 2,5 Stunden, es geht ja noch weiter und es gibt ja auch morgen noch eine Anhörung vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses. Wenn Sie sich jetzt diese 2 Stunden ansehen, was gab es da an Erkenntnis, an Erhellung, an Information, an Meinungsbildung, an Neuem, Herr van der Laar? Ich glaube, dass Mark Zuckerberg dort vor den Kongress getreten ist und vor allem nicht nur vor den Kongress, sondern für die komplette amerikanische, aber auch die globale Öffentlichkeit und sich natürlich erstmal sehr verständnisvoll für den Aufschrei gezeigt hat, vor allem aber natürlich auch Besserung gelobt hat. Und ich glaube, dass das auch zwingend notwendig war. Wir haben alle Cambridge Analytica, die Presse, die Feuilletons, alles ist voll damit, nicht nur hier in Deutschland, sondern eben auch in den USA. Und ich glaube, Mark Zuckerberg nicht nur heute Abend, sondern eben auch die ganze letzte Woche war sehr, sehr effektiv zu sagen, was schon alles feiert, die Tour durch die ganzen Talkshows gemacht, hat sich wie gesagt sehr, sehr reuig gezeigt und ist jetzt eben rausgekommen und hat gesagt, was konkret verändert wird, hat gesagt, ich gehe auch wieder rein und schaue nach und hat Besserung gelobt. Da stellt sich natürlich sofort die Frage nach der Glaubwürdigkeit dieser Aussagen und auch dem Auftreten von Zuckerberg. Wie glaubwürdig wirkte er? Also ich fand es nicht an allen Stellen jetzt besonders glaubwürdig. Also das Narrativ war schon sehr stark im Vordergrund, ne? Dass er als der sehr sympathische junge Mensch zu Hause das entworfen hat. Und dann ist es ja im Prinzip immer größer geworden. So eine Überraschung. Also, und dieses, also wirklich, es war doch eine sehr starke Überbetonung des guten Willens, dass man ja nur die Menschen verbinden möchte, aber gepaart mit dann doch immer doch sehr klaren Aussagen dazu, die überhaupt nicht in Frage stellten, dass man selbst von der Plattform ausgehend die Macht darüber hat, alles Mögliche zu tun. Also da, ne, wo er an vielen Stellen ja auch einfach sehr ausweichend reagiert hat, sich immer wieder darauf zurück hat fallen lassen, naja, ich bin ja eigentlich ein sympathischer junger Start-Upper gewesen, der das gemacht hat, hat er an anderen Stellen ganz deutlich gesagt, okay, und wir organisieren das, dass es hier in den Wahlen nicht so gut funktionieren wird und ne, dass wir hier die Accounts blocken. Also da, ne, es sind 2 total gegensätzliche Strategien eigentlich gewesen, die sich für mich ein bisschen konfliktär verhalten haben. Er hat ja den Eindruck erweckt, er hätte verstanden hier bei dieser Anhörung. Hat er wirklich verstanden? Glauben Sie ihm das? Ja, was soll das heißen? Er hat es verstanden. Von ihm will oder was man von ihm erwartet. Ja, ich glaube nur, dass da sehr auch in Zuckerbergs Brust 2 Herzen schlagen. Denn einerseits weiß er natürlich genau, was die Vorwürfe sind. Andererseits befindet er sich auch in dem Dilemma, dass im Grunde genommen ihm da ja mit großem Brimborium Dinge vorgeworfen werden, die tatsächlich nicht in erster Linie Facebooks Versagen sind. Ja? Also dass dieser ganze Kontext, in den das gerückt wird,
da wird alles in einen Topf geworfen und zusammengerührt. Der russische Einfluss auf die amerikanischen Wahlen, dass Trump Präsident geworden ist, dass es Fake News gibt und Hate Speech bei Facebook, alles kommt in diesen großen Topf. Und es wird behauptet, das ist alles Facebooks Schuld. Und das hängt alles zusammen mit dem großen Facebook-Datenleck-Skandal. Und ich glaube, da müssen wir schon noch ein bisschen differenzieren dann im Laufe der Sendung, um mal rauszufinden, was ist denn tatsächlich der Fall. Also da wird ein Popanz aufgebaut, natürlich auch von den Senatoren und Senatorinnen, die natürlich ebenfalls die Möglichkeit haben, sich einer Weltöffentlichkeit zu präsentieren, als die harten Durchgreifenden, der so tatsächlich nicht existiert. Haben Sie denn so schon eine Strategie erkannt bei Zuckerberg, wie er sich jetzt, das sind ja massive Vorwürfe, er steht im Fokus, das wird weltweit übertragen, was da passiert, jeder kennt ihn natürlich, ist ja kein Unbekannter, er hat ja auch viel zu verlieren, mit welcher Strategie wird er versuchen, da wieder rauszukommen? Also es ist natürlich ein unglaublich spannender Politikkrimi, was man schon jetzt bei der Anhörung sehen konnte, wer wann welcher Senator beispielsweise auf Vorgespräche hinwies oder nicht. Ich denke, von der Strategie her, von dem, was wir bisher gesehen haben, kann man ganz klar sagen, dass er natürlich gegen jede Art von Regulierung ist, gegen jede Art einen konsistenten Datenschutz einzurichten. Er scheint auch nicht Befürworter oder scheint nicht konstruktiv damit umzugehen, den gesamten Skandal aufklären zu wollen. Daraufhin deutete etwa, dass er es abstritt, das Überwachungsunternehmen Palantir zu kennen. Und ja, ansonsten bleibt es jetzt, glaube ich, eine spannende Debatte. Der Auslöser für die jetzige große Diskussion über Zuckerberg und auch die Anhörung in Washington war ja ein Vorfall mit Daten von Facebook-Nutzern. Da hat vor 3 Jahren ein amerikanischer Psychologieprofessor eine App angeboten für einen Persönlichkeitstest. Also Facebook-Nutzer konnten den machen, konnten sich diese App runterladen. Und was ist dann passiert? Vielleicht sollte man das den Zuschauern noch mal kurz erklären, was das war, was auch Facebook jetzt so in Verruf bringt. Vielleicht anders anfangen. Sie sprechen von einem Leak. Ich glaube, die Anhörung heute bezieht sich eher auf die ganz bewusste Täuschung von Nutzerinnen und Nutzern in der Sammlung und in der Nutzung der Daten. Sie sprechen diese App an, This is Your Digital Life, entwickelt etwa vor 5 Jahren von Alexander Krogan, sammelte sozusagen in einer Studie die personenbezogenen Daten und die Nutzungsdaten von den Teilnehmern und vor allem von deren Freundinnen und Freunden. Also unter dem Vorwand eines Persönlichkeitstests. Genau. Ja. Das heißt sozusagen, da machten ungefähr 270.000 Personen mit. Dadurch, dass sozusagen die Daten von den Freundinnen und Freunden auch mit analysiert und gesammelt wurden, betrifft das heute knapp 87 Millionen Nutzer und Nutzerinnen. Diese Daten wurden dann an Cambridge Analytica verkauft und Cambridge Analytica benutzte sie, um ihre Psychogramme, also eine Art von Kategorisierung von Persönlichkeit herzustellen, mithilfe derer sich wiederum politisches Targeting durchführen ließ. Dass also im US-Präsidentschaftswahlkampf gezielt Wähler angesprochen werden konnten, also nicht die, die ja gar nicht empfänglich sind für die Botschaften, sondern die, die empfänglich sind. Und Cambridge Analytica, diese Firma, hatte ja auch Kontakt mit dem Wahlkampfteam von Trump. Ist das erwiesen und geklärt, dass das Trump-Team für 6 Millionen Dollar diese Daten gekauft hat, um ganz gezielt auch dann Wähler ansprechen zu können? Das sind unterschiedliche Summen. Jetzt auch wieder im Hearing waren es 800.000 Dollar, die zu Beginn genannt wurden. Was ganz klar ist, ist Cambridge Analytica, diese Beratungsfirma aus Großbritannien, die von republikanischen Großspendern finanziert wurden, dass die mit der Trump-Kampagne zusammengearbeitet haben. Nicht nur mit Donald Trump, sondern auch mit Ted Cruz, einem Senator, der übrigens auch in diesem Ausschuss saß, der im Vorwahlkampf gegen Donald Trump verloren hat. Insofern feststeht, es wurden Daten analysiert, feststeht auch, dass eben genau diese Datensätze, die Sie eben gerade angesprochen haben, an Cambridge Analytica verkauft wurden und auch genutzt wurden. Wie effektiv das Ganze war, ich glaube, das ist noch komplett offen und das wird sich noch zeigen. Wird man das jemals rauskriegen können? Lassen Sie mich vielleicht noch einen Satz sagen. Mark Zuckerberg hat direkt nach der Wahl, wurde er gefragt,
hat in Facebook eine große Rolle gespielt. Und er hat vehement gesagt, das ist crazy, das ist verrückt, dass Facebook im Endeffekt die Wahl beeinflusst hat. Ich glaube, das ist offensichtlich, dass Facebook eine Rolle gespielt hat. Wie gesagt, wie groß die Rolle ist, das ist noch ungeklärt. Und vor allem eben auch, wie groß die Rolle von Cambridge Analytica war, die, glaube ich, unheimlich viel gesagt haben, was sie alles Tolles gemacht hätten, aus Sicht von Wahlkämpfern natürlich. Aber ich glaube, da muss man auch mal ganz genau hinschauen, wie viel dann dahinter ist. Ist das nicht generell ein Problem, dass man nicht so leicht rauskriegen kann, welche Wirkung solche Aktivitäten, die wir jetzt gerade skizziert haben, am Beispiel von Cambridge Analytica, also dieser Firma, die das aufbereitet hat für das Trump-Wahlkampfteam, dass es eigentlich ganz schwer ist, überhaupt herauszufinden, welche Wirkung das hat, ob das überhaupt eine Wirkung, also im Sinne des Auftraggebers, eine positive Wirkung hat, damit man den Wahlkampf damit erfolgreich bestehen kann. Ja, es ist ein Riesenproblem. Und das ist auch eins der Probleme dieser Diskussion, die wir im Moment haben, weil diese Größenordnung der Aufregung, die wir da jetzt bezeugen können, die ruht im Grunde genommen darauf, dass es diese Vermutung gibt, dass Cambridge Analytica Trump zum Wahlsieg verholfen hat. Und dass ein sehr, sehr großer Einfluss auf die amerikanischen Wahlen ausgeübt worden ist, vielleicht sogar auf die Brexit-Entscheidung in Großbritannien und so weiter. Das ist diese zugrunde liegende Erzählung dieser ganzen Skandalisierung dieses Dramas hier. Und wenn man da mal sagen würde, Moment, das ist alles überhaupt nicht so offensichtlich. Es ist einmal so, dass dieses psychografische Profiling umstritten ist in der Wirkung an sich. Da könnte man lange drüber diskutieren. Ich lasse das einfach mal so stehen. Es ist aber auch so, dass Cambridge Analytica im Grunde genommen im vergangenen Jahr schon ziemlich der Boden unter den Füßen weggezogen worden ist in einigen Recherchen, die halt herausgefunden haben, dass erstens der Einsatz in der Cruise-Kampagne überhaupt nicht erfolgreich war. Die haben sich von Cambridge Analytica getrennt. Es ist nur dem Verkauf von dem ehemaligen Chef Alexander Nix zu verdanken, dass die Trump-Kampagne darauf eingestiegen ist. Es gibt keinen Beleg dafür, dass das irgendeine Wirkung hatte. Und vor allen Dingen, die Leute von Cambridge Analytica selber haben ganz stark zurückgerudert und haben gesagt, ach, das psychografische Profiling, wenn wir das überhaupt gemacht haben, dann spielt das nur so eine große Rolle. Und wenn man das in Betracht zieht, dann bekommt das Ganze eine andere Dimension. Also wir wollen jetzt hier auch keinen Popanz aufbauen und dann selbst uns an irgendwelchen Verschwörungstheorien beteiligen. Aber es gibt eine ganze Reihe von Vorgängen, wo das Internet und Beeinflussung politischer Art eine Rolle gespielt hat. Nicht nur möglicherweise in diesem Fall. Es geht um Angriffe auf das Netzwerk des Bundestages. Bei den Wahlen in Frankreich, bei den Wahlen auch in Deutschland hat man zumindest befürchtet, dass da manipuliert wird. Beim Brexit besteht ja der große Verdacht, dass auch solche Aktivitäten dem zugrunde lagen. Das war ja auch ein ganz knappes Ergebnis, ähnlich wie die Präsidentschaftswahlen in den USA, dass jetzt dieser Verdacht entsteht. Möglicherweise haben diese Aktivitäten dann die Wahl entschieden. Ist den politischen Verantwortlichen, ich rede jetzt von Deutschland, von uns, wenn wir das auf Deutschland übertragen, ist den politisch Verantwortlichen bei uns eigentlich bewusst, was da im Netz passiert und wo sie vielleicht irgendwie eingreifen müssen oder müssten? Ja, ist im Prinzip eine zweischneidige Sache. Also, weil es in Teilen natürlich sehr bewusst ist und auch gerne selbst strategisch genutzt wird. Und auf der anderen Seite geht es auch darum, wieder vielleicht doch Einflüsse minimieren zu wollen. Also ich finde, bei den Geschehnissen, die jetzt gerade thematisiert werden, ist es ja auch sehr stark dadurch getriggert, dass es um politische Umbrüche geht, die von vielen eben sehr kritisch betrachtet werden. Weshalb es auch zu dieser Negativdiskussion noch mal viel stärker kommen konnte, als jetzt in anderen Fällen, wo was Ähnliches aufgetaucht wäre. Das heißt, weil die Wahlen für bestimmte Leute negativ ausgingen, wird jetzt ein Schuldiger gesucht. Und den findet man möglicherweise, oder Schuldige, die findet man irgendwo in den sozialen Netzwerken. Was jetzt nicht heißt, dass hier keine Schuldigen zu finden sind, aber schon, dass das jetzt mit ein Auslöser ist, warum das auch so groß im Moment thematisiert wird. Wenn jetzt Netz manipuliert, möglicherweise missbraucht werden kann, müssen wir den Formulierungen immer etwas aufpassen. Was ist dann Missbrauch? Was ist normale Netzaktivität? Wo gibt es auch einen rechtlichen Rahmen, der das hergibt? Sofern Daten anonymisiert sind, darf man sie ja auch verwenden, auch wirtschaftlich weiterverwerten. Wenn wir unseren Datenschutz ansehen in Deutschland. Da halten wir uns ja viel zugute drauf. Das ist übrigens auch ein Thema, das immer häufig und intensiv in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Ist das, was wir an Datenschutz in Deutschland haben, ausreichend, um solche Auswüchse im Netz als permanente Bedrohung der Gesellschaft auszuschließen? Teils. Also wir haben ja jetzt ab Mai die Datenschutzgrundverordnung in Kraft, oder beziehungsweise in Kraft ist sie schon, ab dann muss sie sozusagen auch wirksam werden.
die regelt eigentlich den Umgang mit personenbezogenen Daten durch Behörden und durch Unternehmen. Und sie sieht etwa vor, dass Bürgerinnen und Bürger informiert sein müssen, wenn ihre Daten erhoben und genutzt werden, und dass sie dagegen eben auch Einspruch oder einlegen können. Das ist in der Hinsicht eine Verbesserung gegenüber dem Status quo, als dass sozusagen jetzt auch Irland erfasst ist und irische Datenschutzbehörden, wo Facebook ist. Genau. Hat, ja. Es gibt auch, oder es steht zur Moment zur Debatte, die E-Privacy-Verordnung. Die soll eigentlich das Tracking von Nutzerdaten unterbinden können. E-Privacy müssen wir vielleicht kurz erklären. Also das ist quasi das, was ich mit meinen privaten Daten im Netz mache. Das ist E-Privacy. Oder wie muss man das verstehen? Und wenn Sie vielleicht das Wort Tracking auch noch kurz erklären, damit klar ist, welcher Mechanismus dahinter steckt. Also es geht dabei vor allem um die Nutzungsdaten auf Devices, etwa um Browser-Suchverläufe oder auch wie lange wer auf welcher Webseite ist und was man damit machen kann. Und also es geht um das Spurenverfolgen im Netz. Um das Spurenverfolgen im Netz über Devices hinweg. Das könnte, wenn die E-Privacy-Verordnung in Kraft tritt, in Zukunft verhindert werden, was in der Hinsicht interessant ist, als dass zum Beispiel der Facebook Messenger bisher keine Regulierung unterliegt. Mhm. Natürlich gibt es davon auch eine Vorgängerrichtlinie auf EU-Ebene. Inwieweit die da Anwendung finden würde, ist mir im Moment nicht ganz klar. Aber es wäre theoretisch auch nochmal zu prüfen, inwieweit eigentlich das Telemediengesetz gilt und die Nutzung von Webseiten und die Erhebung dieser Daten sozusagen auch dem Grenzen gesetzt ist, eben entweder den Grenzen, dass es zweckgebunden ist, oder den Grenzen, dass die Nutzerinnen und Nutzer zustimmen müssen. Also eigentlich sind diese ganzen Schutzrechte schon irgendwie in Deutschland. Genau, in Deutschland, in den USA ist es, da ist es vielleicht auch leichter. Sind solche Schutzrechte bei uns schon vorhanden? Jetzt gibt es ja, muss ich auf meinen Zettel schauen, eine neue Datenschutzgrundverordnung auf Ebene der Europäischen Union, die das sozusagen noch erweitern soll. Die Rechte der Nutzer an ihren Daten, da soll es auch ein Recht auf Vergessen geben, also dass nicht alles, was man im Internet irgendwann mal getan hat, für alle Zeit und Ewigkeit dort bleibt. Es sollen auch die Nutzer, also besser gesagt die Firmen, die im Internet sich bewegen, da auch zur Offenlegung gezwungen werden, was mit den Daten ihrer Nutzer, ihrer Kunden geschieht. Ist das auch ein richtiger Weg, der da eingeschlagen wird? Das gilt ja dann auch für alle Mitglieder der Europäischen Union? Ich bin jetzt mal gemein und spiele hier mal ein bisschen Politiker und sage, das ist eine tolle Frage, aber ich will erstmal auf was anderes antworten, nämlich auf Ihre vergangene Frage. Sie haben gefragt, ob diese Regulierung... Wenn Sie auf die andere auch noch antworten dürfen. Ja, das kommt gleich mit, ja. Aber diese Regulierung, ob die dazu geeignet ist, diese Auswüchse einzudämmen, die durch diese permanente Bedrohung da in die Welt gesetzt werden. Und ich stelle mal die Gegenfrage, ist die Rundfunkregulierung in Deutschland dazu geeignet, die Auswüchse, die durch das Fernsehen hervorgerufen werden und die permanente Bedrohung für unsere Gesellschaft angemessen zu regulieren. Wir tun hier so, als würde im Internet etwas ganz Spezielles gemacht, das nirgendwo sonst gemacht wird, nämlich es wird versucht, Menschen zu beeinflussen in ihren Entscheidungen. Das kennen wir aber schon seit Jahrzehnten, wahrscheinlich seit Jahrhunderten auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Das wird in der Werbung schon immer gemacht, das wird in der Wahlwerbung schon immer gemacht. Das versucht jeder Politiker. Jeder Politiker versucht, die Wähler davon zu überzeugen, ihre Stimme ihm oder ihr zu geben und niemand anderem. Und deswegen bin ich der Ansicht, dass wir da auf eine falsche Fährte geraten, wenn wir jetzt die ganze Zeit über eine, über die Frage sprechen, ob zum Beispiel der Datenschutz geeignet ist, diese Möglichkeiten einzudämmen. Wir müssen uns doch erstmal fragen, was wird denn tatsächlich gemacht hier? Es wird versucht, zum Beispiel durch ein besonders gutes Profiling, also eine besonders gute Kenntnis über Nutzer, denen Werbung einzuspielen, von der man dann hofft, dass die sie besonders gut beeinflussen könnte. Ja, gut, das machen Agenturen, die für die Parteien arbeiten, im Fernsehen, in Zeitungen, im Radio, auf Plakatwänden, an Laternenmasten und so weiter und so fort. Und deswegen denke ich, ist die Frage, die wir uns hier stellen sollten, welche Auswirkungen hat das denn überhaupt? Und sehen wir uns einem fundamental neuen Problem gegenüber, dem wir nur mit irgendwelchen ganz neuen Methoden gerecht werden können? Gibt es einen Unterschied zwischen Fernsehprogrammen und
und Facebook, wo man ja auch ganz gezielt Gruppen angeht und anpeilt. Die im Fernsehen wird ja, sehen wir ja in dieser Sendung auch, wendet sich ja an alle. Da gibt es Programmrichtlinien. Da sind ja auch die Kontrollen nicht gerade klein und sind auch ja institutionalisiert, Kontrollgremien, nicht nur im öffentlich-rechtlichen Bereich, aber überhaupt im Medienbereich. Ist das so leicht zu vergleichen? Na, vergleichen müssen wir, sonst können wir ja schwer irgendwann zu der Entscheidung kommen, es müsse etwas Neues gemacht werden oder es kann alles so bleiben, wie es ist. Worauf ich nur hinaus will, ist, es gibt Unterschiede, sicherlich. Aber wir sollten nicht davon ausgehen, da komme ich immer wieder drauf zurück, dass wir auf einmal ein riesiges Problem haben, das wir lösen müssen, wenn wir noch nicht mal bewiesen haben, dass dieses Problem tatsächlich existiert. Sie haben es selber gesagt, die Wirkung von solchen Methoden nachzuweisen ist extrem schwierig. Wir gehen alle immer davon aus, weil es plausibel ist und weil Milliarden dafür ausgegeben werden, dass zum Beispiel Werbung auch Verhalten beeinflusst. Aber jemanden in seinem Wahlverhalten sozusagen insofern zu beeinflussen, dass er oder sie eine bestimmte Partei wählt, die er nicht sowieso gewählt hätzt, das ist schon nochmal eine ganz andere Geschichte. Sie haben damit, wenn ich da kurz einsteigen darf, die Prämisse, dass Facebook-Werbung funktioniert. Und auch da, Facebook ist kein weiterer Medienkanal. Facebook ist auch keine Community, auch wenn Mark Zuckerberg das heute Abend, glaube ich, ein paar Dutzend Mal wiederholt hat. Wir sind doch eigentlich nur, unsere Mission ist es, Leute zusammenzubringen. Ich glaube, davon darf man sich nicht blenden lassen. Facebook ist ein werbetreibendes Unternehmen mit der Mission, die bestmögliche Werbung an die ganzen Werbekunden zu verkaufen. Egal, ob das die Trump-Kampagne ist, ob das eine Softdrink-Firma ist oder sonst oder eine Autofirma. Das ist das, was Facebook macht. Und Facebook stimmt allerdings für jeden deutschen Zeitungsverlag, ja? Ohne Frage. Nur mal als Beispiel. Ich glaube nur, dass das eben auch einmal explizit gesagt werden muss, was die Aufgabe von Facebook ist. Mark Zuckerberg hat sogar auf eine Frage, ich glaube, von Lindsey Graham direkt so beantwortet, wir verkaufen Werbung. Das ist das Businessmodell. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Die Aussage von Zuckerberg direkt nach der US-Wahl, dass es verrückt sei, dass Facebook die Wahl beeinflusst hat, ich glaube, das ist genau konträr zu all dem, was Facebook in jeder einzelnen Unternehmenspräsentation sagt, wo Facebook immer wieder sagt, kaufen Sie bei uns die Werbung, wir können genau die richtigen Augäpfel auf genau Ihre Anzeigen auch liefern. Das ist die Prämisse, die darunter liegt. Und jetzt zu sagen, dass das plötzlich anders wäre und dass Facebook erstmal komplett in Frage gestellt sein muss, ob denn diese Werbung überhaupt dort funktioniert. Ich glaube, da fließt zu viel Werbung über diese Plattform und da kann man auch, glaube ich, zu genau sehen, dass doch durchaus auch was funktioniert von dem, was Facebook verkauft. Das heißt also, das Besondere an Facebook ist ja, dass es diese Werbung genau positionieren kann, aufgrund der Daten verfügt als alle gesammelt haben, die ja eigentlich Zuckerberg sagt, versammelt euch alle bei mir bei Facebook, da kommt ihr dann eine Community, so wie eine weltweite Wohngemeinschaft, wo sich alle gut verstehen. Und in Wirklichkeit werden Daten abgegriffen, die dann für werbetreibende Kunden eben wichtig sind, um das gezielt zu machen und nicht irgendwie Werbung irgendwohin zu verstreuen, wo sie nichts bringt. Also das ist ja das Besondere an Facebook. Die Frage ist ja auch, Sie haben es ja selbst erlebt, Sie haben das selbst benutzt bei der Wahlkampagne. Ist so wertlos sind aber soziale Netzwerke ja gar nicht, zum Beispiel für eine politische Kampagne. Ohne Frage. Ich glaube, Politiker, egal ob das irgendwo Landtagswahlen oder Kommunalwahlen sind, sagen immer, ich gehe dorthin, wo die Wählerinnen und Wähler sind, weil ich natürlich Konversation mit denen führen will, weil ich die überzeugen will, genauso wie Sie es eben gerade gesagt haben. Wenn man sich jetzt die USA in der ganzen Größe anschaut, dann muss man natürlich sagen, Barack Obama, Hillary Clinton, Donald Trump hätten nicht an jede Haustür klopfen können. Die wollten natürlich schauen, mit wem kann ich überhaupt reden? Wer sind dann auch eben die Swing States, die wichtigen Bundesstaaten, wo man nochmal hingehen kann? Und auch da dieses Argument, Facebook-Werbung kann sehr, sehr zielgenau nicht nur irgendwo geografisch ausgesteuert werden, sondern eben auch auf individuelle Ebene. Mhm. Und wir alle, die Facebook benutzen, geben natürlich auch Facebook diese Informationen. Ich glaube, man kann auch da nur jedem Zuschauer, jeder Zuschauerin raten, mal wirklich runterzuladen, was denn Facebook alles über einen weiß. Es wird genau aufgedröselt, dass Facebook weiß, mit welchem Handy, an welchem Ort ich mich wann mit welcher IP-Adresse eingeloggt habe und so weiter. Das sind alles Daten, die da sind. Nochmal. Was 2012 im Obama-Wahlkampf oder auch 2008 passiert ist. Ich glaube, seitdem hat Facebook mehrere Evolutionen durchlaufen und hat die Art und Weise, wie die Plattform genutzt werden kann, fundamental verändert. Aber Zuckerberg hat ja gerade in der Anhörung versucht, uns klarzumachen oder glaubhaft versichert, also nicht er sei der Herr über die Daten, sondern wir, die Nutzer, die da eingeben. Jetzt könnte man ja sagen, gibt es eine Möglichkeit, zum Beispiel sich auch zu verweigern und zu sagen, ich möchte nicht, dass die Daten, die ich da freiwillig oder unfreiwillig ins Netz setze, so weiterverwendet werden? Ist das auch eine realistische Chance,
dass man souverän über seine Daten bleibt, oder ist man Zuckerberg und all den anderen Netzwerken hilflos ausgeliefert? Also die Frage, wie man mit den eigenen Daten umgeht, beschäftigt die US-amerikanische Öffentlichkeit tatsächlich schon seit 2009 oder 2011 und hat damals sozusagen zu den großen Skandalen geführt, weil damals sozusagen verschiedene Privatheits- und Datenschutzeinstellungen geändert wurden, aber dann trotzdem irgendwelche Drittparteien darauf zugreifen konnten oder trotzdem irgendwelche Freunde mit ausgelesen wurden. Also dieses Thema waren sozusagen die ganzen alten Skandale bei Facebook, sind aber sozusagen nur ein ganz kleiner Teil. Es geht einerseits um die Daten, die man dort selbst eingibt, es geht um die Daten, die sich aus dem Nutzungsverhalten ergeben, und dann gibt es sozusagen die ganzen Nutzungsdaten, die sozusagen dann nochmal mit anderen Partnerdiensten oder in Partnerdiensten mit anderen Daten gekoppelt werden und Drittparteien verkauft werden. Das ist ein riesiges Feld. Und auch die Problemlage ist sehr komplex. Wir haben einerseits das Mikro-Targeting beim Wahlkampf. Die Frage, hat Facebook sozusagen den Sieg von Donald Trump hervorgerufen oder nicht? Mikro-Targeting ist das, dass man gezielt Wähler ansprechen kann, von denen man glaubt, dass man aus dieser Ansprache auch tatsächlich politische Erfolge ziehen genau, kann. Genau, und was im Gegensatz sozusagen zur Spiegelwerbung oder zu irgendwelchen Stammtischen eben nur ganz, ganz begrenzte Öffentlichkeiten oder nur Einzelpersonen erreicht und transparent ist. Es gibt diese riesige Debatte um Hate Speech, Fake News, das hat auch Zuckerberg angesprochen. Ich glaube, was das Grundproblem ist, ist halt, dass wirklich überhaupt keine Transparenz darüber vorherrscht, was ich sozusagen als eine digitale Öffentlichkeit, als eine Steuerung von digitaler Öffentlichkeit mittels Algorithmen und Daten begreifen würde. Algorithm Watch muss unglaublich mühselig Daten spenden, irgendwo einsammeln, um so ein Grundverständnis von der Funktionsweise von Google-Algorithmen zu bekommen. Sowas ist bei Facebook fast noch mehr undenkbar. Und es ist sozusagen eigentlich ein riesengroßes Problem, dass es überhaupt dass es auch ein Jahr nach der Debatte, ob Trump wegen Fake News oder wegen Microtargeting oder wegen Cambridge Analytica gewonnen hat, überhaupt keine ernstzunehmende Transparenz gibt. Und jetzt Zuckerberg zwar versprochen hat, das ein Stück weit Richtung Forschung zu öffnen, allerdings ausschließlich gegenüber US-amerikanischen Stiftungen. Wir haben ja in dieser Diskussion jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen diese Rollenverteilung, also Zuckerberg als Bad Guy, der als digitaler Vampir die Community aussaugt. Dennoch vor einem Jahr als Präsidentschaftskandidat gehandelt wurde, ne? Wie schnell es gehen kann. Der die Daten da absaugt und sie dann noch zum eigenen ökonomischen Vorteil verwertet. Es gibt ja dieses Sprichwort, Gelegenheit macht Diebe. Wenn man das mal überträgt auf diese Situation, sind die Nutzer, also die auf Facebook unterwegs sind, sind das wirklich Opfer oder sind das auch manchmal leichtsinnige, möglicherweise sogar ignorante Leute, denen eigentlich relativ, oder nicht allen, aber zu vielen egal ist, was mit ihren Daten wirklich passiert? Also wenn man wollen jetzt vielleicht lieber gar nicht wissen? Auf Gelegenheit macht Diebe, dann könnte man sagen, es sind schon Gelegenheitsschaffende. Und das System ist aber ja auch darauf ausgelegt, dass wir immer wieder Anreize bekommen, Gelegenheiten zu schaffen. Und das, was Frau Krüger gerade gesagt hat, das ist ja in der Anhörung ihm tatsächlich ganz gut gelungen, das immer wieder von diesen Hintergrunddaten wegzulenken zu dem, wir haben ja diese tollen Privatsphäre-Einstellungen, Sie haben die volle ständige Kontrolle über Ihre Daten. Das ist ja es ist ja ein Narrativ, in dem die Nutzenden in einer vermeintlichen Sicherheit versucht werden, gewogen zu werden. Auch wenn jetzt die Sicherheitseinstellungen vereinfacht wurden, dass man es leichter versteht, das ist jetzt alles ganz hübsch mit netten Grafiken, dass man denkt, ach wie nett, ein Dinosaurier. Da klicke ich jetzt noch mal an, dass ich eigentlich nicht möchte, dass meine Werbeinformation, also dass ich personalisierte Werbung bekomme. Aber trotzdem sind es irgendwie nur 4 Felder, an denen ich was tun kann. Also sehr limitierte Möglichkeiten. Aber man kommt noch so ein Lob, toll, du hast dich mit den Werbefragen auseinandergesetzt, du hast deine Privatsphäre-Einstellung aktualisiert, mach es doch immer mal wieder. Also ne, es gibt immer so eine Verniedlichung an verschiedenen Stellen und eine Vereinfachung, die aber dann im starken Kontrast zu dem steht, was dann im Hintergrund noch geschieht. Sind das Verführte, die Nutzer, die sozusagen immer wieder Opfer dieser ausgefeilten Strategie werden? Oder müsste man von ihnen auch mehr Verantwortungsbewusstsein in eigener Sache verlangen?
Naja, also die Frage setzt ja voraus, dass sie tatsächlich betrogen werden die ganze Zeit und dass sie sich dann unter Umständen auch betrogen fühlen, wenn so etwas rauskommt. Aber ich würde das erstmal überhaupt nicht teilen. Facebook bietet vielen Leuten einen enormen Nutzen. Ja? Das sollte man in dieser Diskussion hier nicht unterschlagen. Ich bin der Letzte, auch wenn es sich manchmal anders anhört. Es wäre auch nicht erklärlich, dass 2,1 Milliarden Nutzer auf der Welt bei Facebook unterwegs sind. Ja. Und wir sind auch, Facebook ist ja in fast allen Ländern dieser Welt aktiv und man darf auch nicht vergessen, dass in sehr vielen Ländern Facebook eine völlig andere Rolle spielt als in Deutschland. Zum Beispiel, indem es dort eine Plattform bietet für den Austausch von Nachrichten, die in staatlich kontrollierten Medien überhaupt nicht ausgetauscht werden können. Und die wollen sehr, sehr vielen unterschiedlichen Interessen gerecht werden und dabei immer noch ihr Geschäftsmodell erhalten, nämlich Werbung zu verkaufen. Ja? Das ist ja auch wirklich eine Grundlage des Ganzen, aber da bin ich auch der Ansicht, dass Facebook das jetzt selber nie abgestritten hat. Es wäre ja absurd zu argumentieren, dass das etwas anders wäre. Es stimmt schon, Zuckerberg und auch Facebook insgesamt mit der Wortwahl, die die verwenden, drehen das Ganze natürlich immer in diese Richtung. Wir sind hier die großen Community-Hersteller und wir haben unsere Community-Guidelines, wie das immer genannt wird, also die Community-Richtlinien, die aber natürlich keine Richtlinien sind, die die Community entwickelt hat, sondern die der Community von Facebook vorgegeben werden. Ja, also das ist schon alles so ein bisschen Newspeak, in dem Sinne, dass da was anderes mit gesagt wird, als das Wort vermuten lässt. Aber Facebook bietet vielen Leuten einen großen Nutzen und sie bezahlen dafür einen Preis. Es ist ja angesprochen worden in der Anhörung, das fand ich sehr interessant, Facebook wurde quasi unterstellt, sie wollten Geld dafür verlangen, dass die Daten der Nutzer nicht für die Werbeangebote verwendet werden sollen. Das ist das Ganze natürlich auf den Kopf gestellt. Facebook selber sagt ja, wir können diesen kostenlosen, diesen Dienst nur deshalb unentgeltlich anbieten. Kostenlos ist ja der falsche Begriff, weil wir eben diese Werbung vermarkten. Es hat ja schon berühmte Leute gegeben, die gefordert haben, dass Facebook eine Bezahlversion anbietet, damit man als Nutzer die Möglichkeit hat, aus der Werbevermarktung auszusteigen. Das will Facebook ja gerade nicht. Das heißt, wir sehen uns wirklich da einem ziemlichen Dilemma gegenüber, dass die Leute Facebook kostenlos nutzen wollen, weil es ihnen einen großen Nutzen bringt, aber natürlich auf eine andere Art und Weise etwas geben müssen, mit dem Facebook dann Geld verdient. Ob das ein guter Deal ist, das ist die entscheidende Frage, glaube ich. Lassen Sie uns noch mal auf die Person Mark Zuckerberg kommen. Man kennt ihn ja, seine Optik ist ja jetzt nicht so, der sieht nicht aus wie der große Eroberer von Wirtschafts- und Innovations- und Technologiemärkten. Ja? Eher schmächtig, zurückhaltend, hat möglicherweise das einflussreichste Unternehmen der Welt unter sich. Was führt der eigentlich im Schilde? Glaubt er wirklich, dass er so eine Art Idealist ist, der ein bisschen Kohle machen will? Wer ist Zuckerberg? Ich glaube, wer er wirklich ist, er hat ja sein Image extrem vorsichtig an den Markt gebracht. Ist er extrem zurückhaltend gewesen in den letzten Jahren. Hat jetzt mehr und mehr gemacht, auch im vergangenen Präsidentschaftswahlkampf, um sich selber zu positionieren. Aber Sie haben es vorhin schon gesagt, er war sehr, sehr vorsichtig, auch in dieser Anhörung immer wieder zu erwähnen, als wir damals angefangen haben, in unserem Dormroom, in unserer Studentenbude, wo wir angefangen haben, Facebook zu programmieren, da hat er natürlich schon die Wurzeln rausgebracht, hat aber auch gesagt, als wir damals vor 13 Jahren begonnen haben, war die Idee natürlich, dass wir Leute miteinander verbinden wollen, um die Möglichkeit und eine Plattform zu geben, wirklich Gutes in der Welt herbeizubringen. Und er hat natürlich auch die ganzen Beispiele genannt, wie zum Beispiel der arabische Frühling, der mit durch Facebook organisiert wurde, die Obama-Wahl natürlich auch, wo Facebook eine Rolle gespielt hat, das MeToo-Movement, das natürlich auch über die sozialen Netzwerke gelaufen ist, der March for Our Lives, vorletzte Woche, als Millionen Leute auf die Straße gegangen sind, um gegen Waffengewalt zu demonstrieren. Also es gibt einen Haufen wirklich positiver Aspekte. Jetzt sagt er aber auch, und da kommt die philosophische Frage dann mit rein, was ist hier in der Zwischenzeit passiert? Und müssen wir uns natürlich auch der Verantwortung stellen, dass plötzlich natürlich auch Schindluder getrieben wird und dass das Leute ganz explizit ausnutzen, so wie sie es vorhin bei Cambridge Analytica benutzt haben. Ich glaube, ganz viele von uns, natürlich immer wieder wurde auch darauf hingewiesen, aber ganz viele haben Facebook Jahrzehnte jetzt auch teilweise schon benutzt und einfach gesagt, ich mache hier mit, die Mehrwerte sind großartig für mich und viel Gutes in der Welt passiert auch damit. Ich glaube, jetzt ist nur der Punkt gekommen, und das ist wirklich 2016 explizit zustande gekommen, dass wir uns nicht mehr sicher sein können,
was da uns wirklich auf Facebook serviert wird. Das ist Breitbart, das sind die ganzen Fake News, die aus Russland gekommen sind. Und plötzlich ist das Vertrauen in die Informationen, die wir bekommen, flöten gegangen. Und da kommt natürlich auch wirklich, da wird das demokratische Verständnis, das wir hier haben, zerrüttet. Und ich glaube, das ist jetzt auch dieser Tipping Point, wo man sagen kann, Leaks und Datenskandale, die haben wir in den letzten Monaten und Jahren immer wieder gesehen. Aber das ist jetzt die Spitze, wo jetzt auch wirklich gesagt wird, das Vertrauen ist wirklich zerrüttet. Wenn so ein Thema die Leute bewegt oder aufregt, dann wollt ihr natürlich auch immer gleich Antworten auf klare Fragen haben. Facebook Schaden oder ein Segen für das, was Julius van der Laar jetzt gerade auch skizziert hat, dass es auch viele positive Entwicklungen dank Facebook nur gegeben hat oder dass sie durch Facebook besonders gefördert worden sind. Wie müssen wir Facebook einschätzen? Was ist das Positive, was ist das Negative? Also ich begreife Facebook durchaus als Gefahr für die Demokratie. Also wenn für mich was für Demokratie zentral ist, ist das eine Herrschaftskontrolle und eine Mitbestimmung. Beides gibt es bei Facebook gar nicht. Es ist sowas wie das Internet, nur durch ein Unternehmen kontrolliert und über Daten und Algorithmen relativ komplett steuerbar. Aus meiner Perspektive ist es auch unglaublich schwierig, Werbung und Politik und alles in einen Topf zu werfen. Und genau das strebt Zuckerberg an. Wir hatten letztes Jahr im Januar das Zuckerberg-Manifest. Da ging es darum, Facebook zu einer Plattform auszubauen, die individuelle und kollektive Risiken identifizieren und bekämpfen kann, die Teile von Sicherheitsdiensten übernehmen kann, die Teile von Rettungsdiensten übernehmen kann, die Teile von politischem System übernehmen kann. Alles unkontrolliert, das sozusagen unter dem Versprechen, wir machen Community, wir bringen Verbindung, wo natürlich irgendwie alle Leute, die heute sehr viel unter Stress sind, gerne dran glauben, aber das sozusagen ohne jeden Proof of Concept. Und wenn Zuckerberg eben beispielsweise in der Anhörung gesagt hat, was sie alles schon gegen Fake News getan haben, was sie alles schon gegen Wahlmanipulationen getan haben, was sie alles gegen Hate Speech getan haben, hätte ich gerne Beweise, dass es gut gewirkt hat. Wir haben in der Wirtschaftsgeschichte ja häufiger, dass sich Monopole entwickeln, die dann irgendwann von der Politik reguliert oder sogar zerschlagen werden müssen. Da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, hier aber auch in den USA. Ist es an der Zeit, da auch Facebook zu Leibe zu rücken, weil Facebook eine solche marktbeherrschende Stellung hat? Also die marktbeherrschende Stellung ist schon jetzt sehr drastisch noch mal sichtbar geworden an den Ausmaßen. Ich weiß nicht, ob man es so leicht sagen kann, dass man es zerschlagen sollte, also weil es natürlich auch diese unterschiedlichen Nutzungsstrategien gibt, aber mehr Transparenz müsste es in jedem Fall haben und irgendwie auch Kontrollgremien, dass man gucken kann, wer denn auch letztendlich oder nach welchen Prinzipien letztendlich auch entschieden wird, was für Werbung lanciert wird, ne? Also was quasi diese Mischung aus politischer Meinungsmache und dann vielleicht Wirtschaftsunternehmen, das rangiert ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen, die alle vermischt werden, auch mit Falschnachrichten. Also man bräuchte schon irgendwie ein Gremium, was da mitschaut, was denn da eigentlich gepostet, also was denn überhaupt eigentlich möglich ist. International und unabhängig. Ja, es wäre so schön. Ja. Gut, jetzt in den USA wird ja genau das gemacht. Also es gibt einen Gesetzentwurf aus dem Senat, der besagt, dass im Endeffekt jede Werbung, so wie es in TV-Werbung schon lange in den USA der Fall ist, wo jeder Kandidat immer am Schluss sagen muss, ich stehe für diese Werbung und das auch mit seinem Namen bestätigt. Das soll jetzt auch alles für Online-Werbung, zumindest auf Facebook kommen. Und Twitter will angeblich mitmachen, Google soll gegebenenfalls auch noch mitziehen. Insofern, ich glaube, da sind die ersten Vorstöße, was Regulierung betrifft, natürlich auch schon vorhanden. Und da ist gerade das jetzt auch so ein guter Moment, um da anzusetzen, weil es einfach durch diese starke Verbindung zum Trump-Wahlkampf einfach ganz viele Menschen auch betroffen gemacht hat oder sensibilisiert hat einfach nochmal, ne, die damit unzufrieden sind, dass diese man vielleicht jetzt ansetzen kann. Diese Entwicklung hat in den USA begonnen. Wie sieht es bei uns aus mit Regulierung? Ist das sinnvoll? Die Wirtschaft sagt ja schon, das erschwert uns die Arbeit. Die will das eigentlich nicht. Das Geschäftsmodell vieler Firmen läuft ja darauf hinaus, dass ein relativ ungebremst und unbehindert seine Geschäftsmodelle verfolgen kann. Algorithm Watch beobachtet das ja auch genau und versucht das
darüber auch Informationen weiterzugeben. Brauchen wir da auch eine stärkere Regulierung? Wie könnte die sinnvollerweise aussehen? Ja, das Letztere ist die entscheidende Frage. Also wenn wir überhaupt der Ansicht sind, dass wir eine brauchen, dann wie soll die sinnvoll aussehen? Wir haben gerade das Beispiel erlebt mit dem sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz in der vergangenen Legislaturperiode, das von vielen, vielen Akteuren heftig kritisiert worden ist. Das ist der Versuch, so will ich das mal positiv formulieren, des Bundesjustizministeriums dafür zu sorgen, dass es weniger Hassrede und sogenannte Fake News gibt bei Facebook. Hauptsächlich bei Facebook. Es richtet sich an Social Networks, aber es gibt im Grunde genommen ja nur eins, was wirklich eine Rolle spielt. Vielleicht kann man auch YouTube nehmen. Und das Gesetz ist deswegen so stark kritisiert worden, weil es schludrig gemacht ist und vor allen Dingen einige Kollateralschäden mit sich bringen kann. Ob das der Fall ist, das finden wir im Moment raus. Es ist noch nicht so lange in Kraft. Nämlich, dass erstens Facebook selber zum Richter gemacht wird darüber, wer denn nun welche Posts da ins Netz stellen kann und wer nicht. Und zweitens, die Tendenz natürlich da ist, durch hohe Strafzahlungen, die da angedroht werden, dass Inhalte, die eigentlich nach unserem Rechtsverständnis völlig legal sind, verschwinden, weil Facebook denkt, na, lieber tun wir sie in Müll, als dass wir riskieren, so eine Strafe aufgebrummt zu bekommen. Und wenn wir das jetzt übertragen auf die aktuelle Situation, dann muss man sich wirklich fragen, was kann denn eine angemessene Regulierung sein? Und Sie hatten das Kartellrecht angesprochen und die Monopolstellung. Und da muss man auch mal einfach realistischerweise sagen, es ist nicht wirklich sinnvoll, Facebook zu zerschlagen. So ein Social Network hat ja nur dann einen Sinn für die Nutzer, wenn sie sich mit möglichst vielen Menschen verbinden können dort. Ja, der Wert für den einzelnen Nutzer steigt dadurch, dass mehr Leute in diesem Netzwerk sind. Man könnte dann darüber nachdenken, ob man vielleicht sagt, man muss Instagram da rausschneiden und man muss WhatsApp da rausschneiden. Aber Facebook als Social Network zu zerschlagen, das funktioniert so nicht. Ja, die Frage, wie man mit sozialen Netzwerken überhaupt umgeht, welche Rolle die spielen, also zum Beispiel, dass es auch missbraucht wird, dass Inhalte gelöscht werden, die mit dem Gesetz vereinbar sind und gleichzeitig Inhalte drin bleiben, die mit dem Gesetz eben nicht vereinbar sind. Überschätzen wir die Rolle von sozialen Netzwerken in dieser Diskussion? Wird da, ich sage es nochmal, so ein Popanz aufgebaut oder ist das wirklich eine Gefahr auch für den Zusammenhalt, für die gesellschaftliche, also gegen eine gesellschaftliche Spaltung, für mehr Rechtsstaatlichkeit, für mehr Demokratie? Ich glaube, wenn wir die ganzen positiven Botschaften sehen, die ganzen tollen Dinge, die im Internet passiert sind für Freiheit, für Zusammenhalt und so weiter, da loben wir sowas natürlich auch immer. Egal wo, ob das Charlie Hebdo ist und Leute wirklich auch auf Facebook gehen und das mit dem Hashtag unterstützen. Ich glaube, da sagen wir jedes Mal toll, wie der Zusammenhalt funktioniert. Nur gleichzeitig muss man sagen, sämtliche sozialen Netzwerke, die Algorithmen dahinter, funktionieren natürlich deutlich mehr, wenn Empörung zustande kommt. Die Clinton-Kampagne war jetzt wirklich kein Kind von Trauer, was die Nutzung von Daten betrifft. Und gleichzeitig hat es nicht ansatzweise so gut funktioniert wie von Donald Trump oder den Russian Bots oder eben auch Breitbart News. Warum? Weil natürlich Facebook und soziale Netzwerke insgesamt auf Polarisierung und auf Spaltung ausgehen. Und das hat, glaube ich, Trump besser bedient als jeder andere auch. Insofern das Zusammenleben im realen Leben, wo wir sehen, dass eine gesellschaftliche Spaltung insbesondere in den USA der Fall ist, als auch in den digitalen Medien. Ich glaube, das ist offensichtlich. Mark Zuckerberg wurde in dieser Befragung, hat die Frage gestellt bekommen, wie es dann ist, natürlich auch was terroristische Vereinigungen betreffen. Insofern der IS oder Al-Qaida und sagte, 95% der Posts von Al-Qaida und dem IS können sie im Endeffekt rausfiltern. Hate Speech ist natürlich doch mal deutlich schwieriger und selbst was Bots betrifft, die künstliche Intelligenz, und ich glaube, das ist dann der nächste Aspekt, wird da ständig besser, wenn es darum geht, genau diesen Content auch eben rauszufiltern. Aber ich glaube, wir sollten da nicht zwangsläufig einfach nur sagen, wir hoffen darauf, dass Mark Zuckerberg uns jetzt einen Haufen tolle Sachen erzählt hat und wir hoffen darauf, dass die Technik besser wird, um fehlerhaftes Verhalten oder auch bewusste Manipulationen rauszuziehen, sondern jeder muss da natürlich auch einen gewissen Teil mitmachen. Aber welche, nicht einfach nur sagen, ja, ich akzeptiere die Datenrechte. Welche Verbesserungen können wir wirklich erreichen? Müssen wir uns vielleicht auch damit abfinden, dass es doch so etwas wie einen rechtsfreien Raum weiterhin im Internet gibt, wo gemobbt, wo gepöbelt wird, wo gehetzt wird? Also ich glaube, wenn wir einen rechtsfreien Raum bei Facebook akzeptieren, dann können wir die Demokratie irgendwie in den Mittelpunkt nicht packen. Akzeptieren, sondern dass wir sagen, wir werden ihn nicht ganz beseitigen können, diesen rechtsfreien Raum. Also es ist ja einerseits ganz interessant, dass die Datenschutzgrundverordnung im Moment jetzt auch in Amerika diskutiert wird als mögliches Modell, was auch anschließt an Vorgaben, sozusagen die Federal Trade
FTC Commission. Sozusagen schon 2011 gemacht hat. Also einerseits kann man sozusagen sagen, hier wird gerade Recht gesetzt, was auch umgesetzt werden kann und was auch umgesetzt werden sollte. Andererseits, glaube ich, braucht es wirklich Transparenz. Gerade, Sie haben gerade erwähnt, KI, künstliche Intelligenz, automatisierte Inhalteregulierung. Im Moment passieren da sehr, sehr viele Fehler. Beispielsweise bei YouTube sind sie bekannt, Facebook sind sie leider nicht bekannt. Heißt das, sie passieren nicht oder heißt das nur, dass sie nicht bekannt sind? Auch verändern künstliche Intelligenz sehr, sehr stark die Art und Weise, wie in Inhalte eingegriffen wird, weil das sozusagen einfach, weil die Technologie einfach anders funktioniert. Und das läuft gerade ohne jegliche Transparenz und Kontrolle außer den Facebook-eigenen Gremien. Und ich denke, dass es hier wirklich bei einem weltweiten Netzwerk, was von so großer Bedeutung ist, einen Zugang für eine unabhängige Instanz braucht, die sozusagen Zugang zu den Daten hat, um Algorithmen zu untersuchen, um zu gucken, wie Manipulationen funktionieren und so weiter. Werden das die Nutznießer dieses bisherigen Systems zulassen? Was meinen Sie, oder wird sich die Politik da durchsetzen können? Also sie werden sich schon sträuben, das zuzulassen. Aber man sah es auch an den Zahlen, die er ja genannt hat. Ne? Ich meine, natürlich kann er gut sagen, 95% der terroristischen Statements haben wir entdeckt und rausgekickt. Aber wer soll das denn überprüfen, ob das auch so ist? Also er hat ja mit ganz verschiedenen Prozentzahlen hantiert, um zu zeigen, wie wirksam die Mechanismen sind. Aber wenn niemand weiß, was die Datenbasis eigentlich ist, kann das auch niemand überprüfen. Also weshalb wirklich Transparenz das Entscheidende ist und es aber auch verständlich ist, dass sich an dieser Stelle gerade gesträubt wird, das natürlich zuzulassen. Und da braucht es schon dann ein bisschen Druck von außen. Von den Amerikanern vor allem gerade. Ja, also das ist deshalb gut, dass sie gerade so betroffen sind, dadurch, dass sie das mit dem Trump-Wahlkampf so stark in Verbindung setzen, selbst wenn es gar nicht so einen starken Einfluss hatte. Aber es kann einfach noch mal so ein bisschen Energie freisetzen. Sie haben gerade das Stichwort zum Schluss der Sendung geliefert, die Transparenz. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Liebe Zuschauer, wir gehen morgen auch auf das Thema Transparenz, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Heute und morgen sitzen ja in Meseberg alle Mitglieder des Bundeskabinetts mit der Bundeskanzlerin zusammen. Und wir stellen morgen in der Phoenix-Runde die Frage, Koalition oder Konfrontation, Teambuilding in Meseberg. Bleiben Sie bei Phoenix. Thank you.